Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von StarCraft Remastered. So, wir haben hier mit dieser Mission angefangen. Ich will den Roten hier auslöschen. Haben uns gut aufgebaut und jetzt gehen wir auch los. So, Psi-Limit überschritten. Also gehen wir los. Mal schauen, was uns hier oben erwarten wird. So. Okay. Läuft. Ja, bin eigentlich ganz zufrieden. Läuft. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch irgendwo Tanks hat. Aber ich vermute mal fast... Fast nicht. Doch, hat er. Hat er tatsächlich noch gehabt, gesagt. Aber das bringt ihm gar nichts. Ah, das meiste habe ich tatsächlich hier fleißigst verloren. Eigentlich nicht gedacht. Macht aber nichts. Wir ziehen noch ein bisschen was nach. So. Ich glaube, dass er auch noch irgendwo bauen kann. Vermute ich fast. Würde Sinn machen, dass er noch irgendwo bauen kann. So. Aber ich glaube, das ist der Rotz, den wir zerlegen sollten. Und das ist jetzt auf jeden Fall weg. Fantastische Arbeit, Captain. Ja, fantastische Arbeit. Die Kreuzer sind jetzt ohne jede Energie. Er wird sie nicht gegen uns einsetzen können, wenn wir seinen Palast angreifen. Tja, habe ich noch gesagt. Wenn ich ihm irgendeins von beiden Sachen nehme, dann wird er mich damit nicht mehr angreifen können. War klar. Inferno. Captain, Admiral de Galle hat eine letzte taktische Besprechung anberaumt, bevor die Belagerung von Augustgrad beginnt. Ich werde sie jetzt zu seiner Taktikzentrale durchstellen. Ah, Captain. Wir haben Sie schon erwartet. Wie Sie wahrscheinlich schon erraten haben, koordinieren wir unsere letzten Angriffspläne. Sie sollten wissen, dass die stehenden Streitkräfte unter Mengsks Befehl zahlenmäßig recht groß sind, auch wenn er sie nicht weiter verstärken kann. Augustgrad dürfte ohne weiteres die am besten befestigte Stadt im gesamten Einflussbereich der Liga sein. Und vergessen Sie nicht, dass Mengsk ein erfahrener Taktiker ist. Seien Sie darauf gefasst, dass er vielleicht Gegenangriffe starten wird. Und trotz der Tatsache, dass wir seine Kreuzerflotte kampfunfähig gemacht haben, gehen wir davon aus, dass Mengsk seine Nuklearsilos einsetzen wird, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet. Stellen Sie alle Ihre Basen unter erhöhte Alarmbereitschaft und achten Sie auf feindliche Ghosts. Das dürfte alles sein, Captain. Seien Sie vorsichtig und viel Glück. Morgen wird die Terranische Liga nur noch eine unangenehme Erinnerung sein. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Zerstören Sie Mengs Kommandozentrale. Wahrscheinlich würde mich jetzt die ganze Zeit nuken.
Ghost erstattet Bericht. Aha. Aha, interessant. Interessant. Nuklearer Abschuss festgestellt. Ja, hab ich doch gesagt. Nuklearer Abschuss festgestellt. Und noch ein. Und lass mich raten, noch einen. Ja. Nuklearer Abschuss festgestellt. Das war so klar. Was denn jetzt passiert? Na sicher doch, kein Problem. Verlasse Hilfsgebäude. Halt, der Schwede! Tja, das war klar, dass das passieren wird. Das war leider klar. Ich habe hier einen Eingang und ich habe hier einen Eingang. Gut. Fangen wir direkt. Verstärkung ist bereits im Transit. Nur noch ein bisschen Geduld. Der macht mir gerade die Base hier ganz kaputt. Und ich kann nichts machen. Basis wird angegriffen. Haltet euch fest, jetzt geht's rund. What? What the fuck? Ich hab grad alles verloren? Das kann doch nicht wirklich so sein, oder? Kommt schon, ihr verarscht mich. Ich kann doch nicht alle Gebäude verlieren. Never. Ey, kommt schon. Wirklich? Ey, kommt schon. Das ist ja mal Betrug. Ich komme mir gerade verarscht vor. Ich habe gerade meine ganze... Was? Okay, ich bin geschockt. Ich bin ganz offiziell geschockt. Nichtsdestotrotz will ich da oben absichern. Und hier. Alter Schwede! Alter Schwede! Okay, damit habe ich absolut, definitiv nicht gerechnet. Also mir war klar, dass er mir mit Atombomben auf den Sack gehen wird, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Warte auf Befehle. Definitiv nicht. Okay. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf beiden Seiten bald abgesichert. Aber nichtsdestotrotz, ich bin geschockt. Ey, ich habe die ganze Base verloren. Das ist doch ein schlechter Witz. Das ist ein sackschlechter Witz. Ich brauche schnell eine Akademie. Aber nicht mit dir. Oh Mann. Schnell eine Akademie bauen, damit ich das Antarn-Gebäude bauen kann. Alter Schwede. Also ich bin tatsächlich noch geschockt. So. Krass. Einfach nur krass. Ey, der hat mir echt die ganze Base geplättet. Ob das so beabsichtigt ist? Das kann doch fast nicht sein, oder? Das können die doch nicht absichtlich so gemacht haben, oder? War das Absicht? Ja, wahrscheinlich.
Okay, mit den Depots, das passt jetzt erst einmal. Okay, dann kannst du aufsammeln gehen. Ich hoffe, dass wir jetzt halt tatsächlich soweit sicher sind. Nein, kein Feuerfresser. Nicht genügend Mineralien. So. Okay, hier oben können wir uns eine Zweitbase holen. Alles klar. Das wird eine richtig knackige Mission. Das garantiere ich euch. Aber der Einstieg, also sowas habe ich nicht erlebt. Sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Ich krieg da Mords die Verstärkung und kann nichts dagegen machen. Alles auf einen Schlag weg. Und rein hypothetisch ist mein Haupthaus ja auch schon am Abbrennen gewesen. So. Und dann brauche ich hier noch 4 für da unten. Heuer. Nuklearer Abschuss festgestellt. Wo? Geil. Geil. Zusatz fertig. Oh Mann. Das Spiel wird. Die Runde wird mir so auf den Sack gehen, Leute. Das sage ich euch, die wird mir so hart auf den Piss gehen. Naja, wenigstens habe ich die Marines nicht verloren. Aber krass. Echt krass. Die Mission wird richtig, richtig, richtig sackunangenehm knackig. So. Okay. Transporter. Ich schau mal, ob ich da oben einen Turm hinstellen kann. Das wäre richtig, richtig Premium. Haltet euch fest, jetzt geht's rund. Ja, Sir. Wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber Upgrade fertig. Kann man mal machen. So, ich habe jetzt einen erhöhten Schussradius schon mal. Das ist nicht verkehrt. Und ich brauche definitiv Tanks. So. Das hier unten auch geht. Schauen wir mal. Irgendwo noch einen Turm hinstellen. Wäre super. Haltet euch fest. Jetzt geht's rund. So. Bitte anschnallen. Ja, Sir. Erledigt. Eingabe der Koordinaten. Und du kommst hier runter. Also los, HQ. Alles fertig. In Transit, HQ. Und ja, wo kann ich hier einen hinstellen? Perfekt. Das sollte echt helfen. Ich hoffe, das hilft. Aber ich denke schon. Gut. Ressourcen gehen jetzt allmählich hoch. Und wir brauchen jetzt dann auf jeden Fall eine Panzerfabrik. Ich weiß, das Ding heißt nur Fabrik, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen es. Wie auch immer das Ding heißt. Okay, der Detektor steht. Und dann bauen wir hier auch noch einen hin. Schnallt euch an, Jungs. Och nee, der kann auch hier rein. In Transit, HQ. Och, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir mal gar nicht. Ja, der kann hier auf jeden Fall entlang. Definitiv. Das bedeutet, ich muss hier auch absichern. Krasse Scheiße. Aber damit habe ich nicht gerechnet, Leute. Damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Aber damit sollte ich doch jetzt hier gut enttarnt sein, oder? Hoffe ich. Eingabe der Koordinaten. Ich hoffe es, Leute. Ich hoffe es. Ziel. Schnallt euch an, Jungs. Du bleibst bitte anschnallen. Hier hinten. Kommando, alles fertig. Hab mich jetzt verklickt, ist jetzt aber egal. Ja, Sir. Gut.
Machen wir hier ein bisschen Absicherung hin. Da machen wir eine Absicherung hin. Und dann brauche ich einen, der hierher kommt. Weil der hier bleibt hier oben zum Reparieren. Und da ist einer drin. Bitte anschnallen. Schneid euch an, da baue ich jetzt auch hier oben einen hin. Jetzt geht's los. So, Zusatz fertig. Das heißt, Tanks sollten eigentlich drin sein. Sehr schön. Kann ich nämlich da oben einen Tank hinpacken. Und da sind wir. Ja, ich glaube, das tut gut. Bitte anschnallen. Tja, das hat ja nicht viel gebracht, mein Freund. Ziel, schnallt euch an, Jungs. Aber ihr habt gesehen, was er vorhatte. Also, er ist ein Arsch. Er hatte genau das vor, mit dem wir gerechnet haben, dass er vorhat. So. Und wir haben ganz offensichtlich blaue und rote Gegner. Ich glaube, so steht die Base dann eigentlich schon mal ganz gut. Ganz gut da. Eingabe der Koordinaten. So. Bitte anschnallen. Alles bestens. Befehle, Sir! Ja, Sir! Sehr schön, Leute. Okay, das macht die Sache auf jeden Fall schon mal sicherer. Das macht die Sache definitiv sicherer. Okay, da kommt der Rote angedackelt. Befehle, Sir! Eingabe der Koordinaten. Alles Beste. So. Und zurück mit dir. Dann brauchen wir noch ein paar von Mineralien. Ziel identifiziert. Ja, so gefällt mir das. Ich glaube, so kann man das tatsächlich lassen. Jetzt habe ich dann einen hier, der hier reparieren kann. Und... Also los, HQ. Ja, das geht so. Verstanden. So kann man das tatsächlich machen. Eingabe der Koordinaten. Aber dass ich meine ganze Base verliere, damit habe ich nicht gerechnet. Ganz ehrlich. Also das war jetzt tatsächlich ein Schock. Und wir müssen uns dann auf jeden Fall noch eine Zweitbase holen. Und bitte, 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 lass mich Kreuzer bauen. So. Ich höre. Der darf wieder her. Dann hätte ich... Drei hier oben ist, glaube ich, ganz gut. Bitte anschnallen. Ich glaube, das ist so okay. Drei hier oben, dann hätte ich gerne zwei hier und vielleicht zwei hier und dann fühle ich mich eigentlich schon mal recht safe. Und du kommst auch und fängst an, mir den Rotz zu bauen. Alter Schwede, alter Schwede. Ey, so einen Einstieg in die Mission hatte ich noch nie. So was Abgefahrenes. Echt strange. So, wie gesagt, hier will ich noch einen dritten oben haben. Und da schaut das eh schon ganz, ganz gut aus. Das Gas kommt halt sack langsam rein. Einer wäre tatsächlich noch ganz gut drauf. Alles bestens. Gut, du darfst noch sammeln gehen. Nein, du darfst mir hier noch Gebäude bauen. Und zwar das hier. Eingabe der Koordinaten. So. In Transit HQ. Ja, Sir. Ja, Sir. Komm mal her. Du kommst her. Du kannst nicht weiter, okay. Ja, Sir. Okay. Geil.
Das hätte eine Nuke werden sollen. Das garantiere ich euch. Okay. Ich habe was draus gelernt. Zielgebiet. Kein Problem. Weiter geht's. Ab die also los, hier HQ. Kommt noch ein Turm hin. In Transit, HQ. Alles Ziel identifiziert. So. Zielgebiet. Ja, Sir. Du kommst her. Und dann noch zwei. Sag mir bitte. Ja, ich kann Kreuzer bauen. Perfekt, Leute. Genau das werden wir nämlich machen. Kreuzer. Aber mir gehen die Mineralien aus. Das heißt, nächste Base müssen wir uns relativ bald holen. Aber ihr wollt ja wirklich eiskalt die Anhöhe hier benutzen, um mir auf den Sack zu gehen. Ich meine, ihr habt es ja gerade gesehen. So, den Tanks geht's ganz gut. Schnallt euch an, Jungs. Hier steht einer. Hier kommt der zweite. Ja, Sir. So. Befehle, Sir. Weiter geht's. Alles fertig. Gut. Physiklabor. Eine weitere Werft. Dann kann ich nicht bauen. Das war so klar. Schiffswaffen. Ich werde auf jeden Fall mit Kreuzer gehen. Das könnt ihr, darauf könnt ihr so einen lassen. Ab die Post. So, du kommst. Alles fertig. Wird ausgeführt. Her und einen hätte ich dann noch gern. Dann, nicht genug Vespina. Dann sind wir fertig. Zusatz fertig. Zielgebiet. So, einen noch hier unten. Und das passt dann so. Befehle, Sir. Jo, Leute. Was für eine Aktion hier. Was für eine Aktion. Alles fertig. Okay, dann kannst du... Ich glaube, dass das verpasst. Und so. Gut, dann bauen wir auf jeden Fall die Yamato. Ab die Post. Nicht genug des Spielers. Da wollte ich noch einen hintun. Alles fertig. Absolut. Alles fertig. Und weiter geht's. Ja, jetzt bin ich ungefähr wieder auf dem Niveau, wo wir am Anfang der Mission waren. Würde ich jetzt einmal mal ganz frech behaupten. Ziel. Krasse Scheiße. An, ey, krasse Scheiße. In Transit, HQ. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Haltet euch fest. Also, dass die Mission knackig wird, das ist klar, aber das war echt heftig. Und direkt einen auf Yamato. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, da kommt Tanks. Zusatz fertig. Ja, er hat hochgetankt. Er hat eiskalt hochgetankt. Ich glaube fast, dass der da unten, dass da einer reicht. Den ziehe ich lieber hier hoch. Wird ausgeführt. Absolut. Zielgebiet. Heftige Scheiße. Das war klar. Also, dass hier Nukes kommen, das war so klar. Aber wie gesagt, nicht in der Art und Weise. Damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Forschung abgeschlossen. Und so. Und als nächstes holen wir uns hier die Base. Krass, echt krass. Aber meine Freunde, damit sind wir am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.